Herzlich willkommen zu einem neuen Video für Season 3. Diesmal sind Mods dran und auch Rüstungen vom Asien-Server. Und da sieht man auch nochmal die Preise. Das ist sozusagen der Part 2 von den Waffen. Und diesmal sind halt die Mods dran und auch Rüstungen. Und hier sieht man auch schon, es kommen auch Level 6er Mods. Und auch jemand hat auch schon leider schweres Muzzle bekommen. Also Muzzle ist Mündung. Und ich glaube, also wenn ich mich nicht täusche, kommt es, glaube ich, von dem neuen Santo, naja, nicht Santopane, sondern Mammutbaumstadt. Mammutbaumstadt, genau. Kann man die Level 6er bekommen und natürlich, wie man hier sieht, zum Beispiel 800.000 kostet. Ob man das dann wirklich braucht, ist die andere Frage. Vielleicht für Scharfschützgewehre. Eventuell, wenn man da gerade das Geld hat und von den Rüstungen, wenn man jetzt weiterschaut, kommt auch was Neues dazu. Blazing Armor. Und genau, diese Preise sinken natürlich. Und hier möchte ich halt nicht unbedingt jetzt auf die Preise eingehen, weil natürlich jedes Server hat, wie ich schon gesagt, die eigenen Preise. Aber halt, dass man wenigstens mal die neuen Rüstungen sieht und genau. Natürlich, also 5 Sterne 200.000 und hier zum Beispiel 3 Sterne 170.000. Bei Blazing Armor, genau 8% mehr, genau, also Blazing Armor ist es. Wenn ich jetzt increase 8% Damage und das ist dann wahrscheinlich das Golden Glow, gibt kein Attack Bonus, also halt Fernkampfschadens und ist dann eher für Warrior gedacht, die wohl den Fernkampfschaden nicht brauchen. Natürlich bei Schilden gibt es dann auch wieder verschiedene und natürlich Schilde bleiben ihrem Preis treu, weil natürlich man braucht immer wieder Schild, man kann sie nicht reparieren und gerade für Strahlen-Uni und auch für Ausstatt braucht man Schilde und da man sie nicht reparieren kann, wie man sieht, gibt es stolze Preise und ja. Hier zum Beispiel auch wieder neue. Für den Helm gibt es neue Helme, sag ich mal. Ob es jetzt Pegasus ist oder auch der andere. Man kann sich genau. Und sonst halt, wie man hier sieht, die verschiedenen noch. Pendants, Amulette und dass ihr einfach mal ein paar Einblicke habt. Mein Kollege wird jetzt gleich noch auf die verschiedenen Ressourcen noch gehen. Sie können es euch auch noch anschauen, wie da die Preise in oder halt auf dem Asia-Server sind, was dazu kommt. Und genau hier bei den Ressourcen natürlich auch wieder serverabhängig. Und es müssen aber auch neue Ressourcen dazu kommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das werden wir jetzt gleich im Video sehen. Und die könnt ihr einfach nochmal ein Bild machen davon. Und gegebenenfalls der Beruf, den ihr gerade habt, zum Beispiel Holzfäller, ob da was Neues kommt, was ihr in Zukunft vielleicht aufpassen solltet. Genau. Genau, also mein Kollege
Der hat einen Livestream gemacht und hat da viele Sachen auf Türkisch erklärt. Und das sind jetzt die Ausschnitte von seinem Livestream. Und er hat diese mir zur Verfügung gestellt. Und deshalb bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei ihm. Und da habt ihr dann auch, für euch ist das sehr gut, dass ihr einfach mal Einblicke habt in die verschiedenen Sachen. Und ich habe auch schon jetzt neue Anfragen bekommen, was die Leute alles wissen und haben, noch wissen wollen für Season 3. Ich werde mir das mit dem Freundschaftsbonus anschauen. Und der Freundschaftsbonus wird sehr, sehr wichtig für die Zukunft. Und genau. Wenn ich mich nicht täusche, das Apache heißt, glaube ich. Und es gab Pyrit gibt es ja, Bornet genauso. Und ich glaube, das Apatite, das gab es noch nicht. Ich bin ja auch nicht. Ich glaube, das ist Level 90 Ressourcen. Ihr könnt euch dann hier weiterhin. Wer möchte natürlich, kann sich die verschiedenen Ressourcen noch weiterhin anschauen. Und ich werde jetzt dann noch versuchen, heute nochmal ein zweites Video hochzuladen. Also nachdem das Video hier hochgeladen ist, versuchen nochmal ein weiteres Video hochzuladen, wenn mir noch die Zeit reicht. Und was dabei alles sehr wichtig wird. Genau, Tentakel und einfach hier die ganzen Preise und ich werde mich jetzt erstmal verabschieden und werde noch schauen, ob ich noch weitere sinnvolle Informationen für diesen 3 finde und werde euch dann Fiberglas Plus. Ah, okay. Genau, falls ich dann. Ich habe noch, glaube, das mit Wohlwollen wollten noch viele wissen. Und das werde ich euch jetzt dann noch heute, allerspätestens morgen, noch recherchieren und euch dann mit euch das dann teilen. Dann fürs Erste verabschiede ich mich und natürlich bis zum nächsten Video. Vergiss nicht zu liken, einen Kommentar zu lassen und natürlich die, die noch nicht abonniert haben, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß mit dem Video. Just how long?
Kristall.